Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Reise durch die apokalyptische Zombie-Welt von 7 Days to Die. Ja, wir haben gestern diese Quest hier angenommen. Wo haben wir sie denn jetzt? Oh, ich vergesse mal, wo ich sowas sehe. Hier. Die Stromzufuhr wiederherzustellen und die nur bei Nacht. Und da wollen wir jetzt mal hinfahren. Ich bin gespannt. Ach so. Ja, den nehmen wir jetzt. Obwohl, das ist mein Fleisch, ne? Den muss ich noch mitnehmen. Komm mal her hier. Da sind die Wölfe stark geworden, ey. Kommt hier noch was? Nee. Ah, ich muss ein bisschen aufpassen. Hier rannte ja auch so ein Bär die herum. Ja, da gucken wir mal. Dass ich hier das Fleisch noch mitnehme, das ist ja wichtig, ne? So, kleine Pause muss ich hier nach eben schnell machen. Ja, so. Heute ist ja grauenvoll hier. Ehrlich, in einer Tür klingelt es an der Tür. Schrecklich. Vor allem, wenn keiner da ist, der mal aufmachen kann. So, ich denke, unterwegs werde ich euch mal irgendwo rausschmeißen und rüberschneiden. Das ist ja doch 3,5 Kilometer, 2,5 Kilometer. Das ist ja doch schon eine anstrengende Tour, ne? Aber es ist Nacht, da kann halt auch vieles passieren. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was uns da erwartet. Ich hoffe, ich bin gut genug gerüstet. Ja, wir haben ein bisschen Muni. Wir haben die Schrotze. Wo ist meine Axt? Auch da. Puh, ich dachte, ich hätte die vergessen. Wo habe ich denn jetzt den Baumstumpf hier gesehen? Ja, guck. Immer das Honigglück. Fordern und fördern. Und das Eierglück. Jetzt hätte ich mir noch mal ein bisschen Speck mit Eiern machen können, wa? Ach, egal. Ich habe, glaube ich, auch nur 4 Eier da. Ah, nee, ich halte jetzt hier nicht bei jedem Scheiß an, sonst kommen wir wirklich gar nicht an. Aber hier die Baumstümpfe sind halt schon im Moment noch sehr wichtig, ne? Okay, nee. Gab keine Dings. So, ja, dann starten wir doch mal heute ins Wochenende. Samstag Nachmittag, Samstagabend. Was habt ihr denn alle so geplant fürs Wochenende? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ich habe nachher noch Gegeln. Ja. Ja, nun. Wird sicherlich wieder spaßig, wie immer, und spät, wie immer. Ich hoffe allerdings diesmal nicht ganz so spät. Wieso hat das Fahrrad eigentlich kein Licht? Hat das früher auch kein Licht? Weiß ich nicht. Wie gesagt, lange her, dass ich ein Fahrrad benutzt habe. Letztes Mal sind wir relativ früh ans Minibike gekommen. Davor habe ich das Fahrrad komplett ausgelassen und bin lange zu Fuß unterwegs gewesen. Hey. Nee, ich will jetzt keine Muni mehr verschwenden. Fleisch hin oder her. Oh, das ist im verbrannten Wald. Ach, du ahnst es nicht, ey. Oh Mann. Na, das kann ja Spaß werden hier. Ach, du ahnst es nicht. Oh, durch dieses Schrottgebiet fahren, das ist total toll, ne? Ja. Immer mal ein bisschen Gas geben hier. Ah, das heißt aber auch, wir sind hier mitten in diesem Schrottgeiergebiet. Dreckskacke. Oh, da war die erste Mine. Juhu. Hoffentlich kommen wir da noch wieder raus. Na komm. Ich
schaffst du. Mein Ressourcen kriegt man hier sicher mehr als genug. Oh, ist das eine fiese Gegend hier. Mensch, 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 Mensch. Ups. Ah, Bär. Und das Fahrrad hängt, das gibt's doch jetzt nicht. Schnell mal andersrum gefahren hier. Auf Bär haben wir auch keine Lust. So. Da kommt der erste Drecksgeier. Habe ich schon gehört. Der wird uns wohl nicht... Da ist er schon. Ah, Mann. Du Olle Erna. Geh mir doch auf den Senkel. Jetzt komm... Ah, nee. Das gibt's doch jetzt nicht. Wo ist der Flattergeier? Wo ist der Drecksviech denn? Mein Gott. Gleich zwei von den Pennern, echt? Jetzt hab ich die Karre noch voll, ey. Ja, jetzt kommt aber so eine blöde Schlange hier, das gibt's doch nicht. Was ist denn hier jetzt gerade kaputt? Meine Güte, ey. Kann doch alles nicht wahr sein. Am besten kommt jetzt gleich noch ein Bär, jetzt muss ich mir erstmal das Fahrrad leerräumen hier. Boah, das geht doch schon wieder gut los, ey. Das kann doch alles jetzt nicht dein Ernst sein. Ich hasse diese Gegend, ehrlich, wie die Pest, ey. Ich hasse sie so, ne? Jetzt hänge ich hier an diesem Scheiß fest. Das kann doch alles nicht wahr sein. Mann, ey, geht mir das auf den Sender hier. Jetzt kann ich den Rotzgeier hier auch noch mitnehmen. Oh, ich hasse diese Gegend. Was er alle hat. Vitamine braucht er. Eine Verletzung hat er. Meine Fresse, ey. Da fährst du hier einmal durch, ne? Jetzt habe ich keinen Honig mit. Oh. Aber essen kann er. So, und das Ding, was weiß ich. Erstmal das Fahrrad wieder rausgeräumt hier. Mann, 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 ey. Oh. Ich hasse diese Gegend noch mehr als ich Geier sowieso schon hasse, hasse ich diese Gegend hier. Ha. Jetzt bin ich schon fast tot, bevor ich überhaupt hier bin, ey. Mann, Mann, Mann. Mach das in der Nacht, ja. Wenn die Nacht hier so weitergeht, überleben wir die nicht mal. Oh, echt trist, ey. Ich hasse diese Gegend. Ich hasse sie, ich hasse sie. Ja, aber ich kenne auch, glaube ich, kaum jemanden, der diese Gegend toll findet. Die Scheiße. Nicht nur wegen der Adler, Geier. Aber hier ist ja alles, ne? Bären. Hier so ein komischer Dobermann. Der uns zum Glück anscheinend nicht bemerkt hat. So, ich bleibe jetzt hier schön auf der Straße. Weil hier gibt es auch eine Schule anscheinend, ne? Ja, cool. Da ist aber so ein Maisfeld. Ist ja gar nicht so schlecht, ne? Mal gucken. Na, jetzt verlieren wir hier aber. Naja, wir gucken mal. Da kommen wir wahrscheinlich so nicht hin, ne? Über die Straße. So, hier ist gerade erstmal nichts. Wir gucken mal eben. Oh, hier ist noch ein bisschen Straße. Ja. Könnte klappen. Schauen wir noch mal. Naja, die Straße ist aber auch schnell wieder zu Ende. Da ist der nächste Drecksgeier. Und da kommt irgendwo ein Zombie. Und oh, echt, wie ich es liebe. Eieieiei.
Das sieht aus, als wird das echt ein übler Tag hier. So. Nein! Mann! Gibt's doch alle nicht. So, hier ist es. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen aufräumen hier, wa? Irgendwo kommt da hier schon was. Da kommt schon mal irgendwo ein Geier. Da ist der Geier. Da ist ein Kopf. Er will spucken. Da kommt Geier und Kopf. Spinne. Alter, was geht hier? Oh nein. Oh, gibt's doch jetzt hier nicht. Ich glaube, wir machen das in der nächsten Nacht. Komm, schieß, verdammte Scheiße. Oh nein. Oh. Alter, ist das Spiel heftig, ey, geworden. Du hast ja hier gar keine Chance. Alter Verwalter, ey. Autsch, kein Verrat. Ja, ich glaube, tatsächlich machen wir das Ganze dann anders. Oh Mann, ey. Naja, wenigstens sind wir die Infektion jetzt wieder los. Jetzt müssen wir irgendwie da hinkommen, ne? Ich würde sagen, ich schneide uns da mal rüber. Bis gleich. Bis ich da bin, ist auf jeden Fall Tag. Dann können wir die Quest schon mal nicht machen. Dann heißt, wir gehen in den Rest der Folge einfach mal ein bisschen looten. Verdammte Axt. So, ihr Lieben, ich verschwinde hier. Die Quest, die können wir knicken. Da spiele ich nicht mit. Das Gebiet ist ja Wahnsinn hier. Wie ihr seht, hat meine Rettungsaktion etwas länger gedauert. Und ich muss mal eben hier mein Zuhause markieren. Ich muss hier weg. Das geht ja gar nicht hier. Schneller Wegpunkt dahin. Ja, also das ist ja Wahnsinn hier, das Gebiet. Ich bin jetzt bestimmt 5-mal gestorben, nur auf dem Weg nach hierhin. Und dann bin ich hier noch 3-mal gestorben. So ungefähr. Das ist verrückt. Also... da meine ich mit. Also das ist noch ein bisschen zu schwer. Demolisher war hier schon unterwegs. Also weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Guck mal hier. Hier kommen 2 Spinnenviecher. Echt. Das ist doch gaskrank hier. Ich bin so froh, wenn wir hier gleich weg sind. Oh, jetzt kommen wieder so ein Drecksgeier. Also vorhin bin ich verzweifelt. Da bist du dem ersten Bären ausgewichen. Hast du gedacht, komm, nehme ich einen anderen Weg? Apropos Bär. Schnell weg. Den Geier schnappe ich mir nachher. Jetzt nicht. Ich bin froh, wenn ich hier lebend wieder rauskomme. Verdammt! Genau. Um zu überleben. Na, sag mal. Das gibt's doch nicht. Dann bin ich schon wieder gestorben. Nee, ich habe keine Lust mehr auf dieses Gebiet. Echt nicht. Das macht mich verrückt. Also, das geht gar nicht. Was ist denn hier kaputt, ey? Der kommt's ja gar nicht klar. Nee, jetzt kann ich den ganzen scheiß Weg nochmal rennen. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich habe keinen Bock mehr. Ich renne doch jetzt hier nicht 10.000 Mal den gleichen Weg. Naja, einmal noch. Aber dann fahre ich nur noch da raus. Egal, was passiert. Ich will da nicht mehr hin. Erstmal nicht. So, na toll. Jetzt bin ich schon wieder infiziert hier. Ey, hau ab, du blöde Sau. Was ist denn hier kaputt, ey? Meine Fresse. Ey, sag mal.
Oh, hab ich die Schnauze hier voll. Ey, Alter. Das stimmt mit diesem Spiel nicht. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Jetzt habe ich hier schon wieder... Hä? Da liegt noch ein Rucksack? Hä? Ja, da kann auch noch ein Rucksack liegen. Wo muss ich denn jetzt bitte hin? Wieso liegt da ein Rucksack? Ist mir jetzt auch scheißegal, den werde ich nicht holen. Nein. Ich habe so ziemlich alles wieder und ich bin froh, dass ich noch lebe. Auch wenn es gar nicht mehr so viel ist, was ich hier noch lebe. Alter, jetzt muss ich schon wieder hier durch. Ich gehe kaputt, ey. Das ist kein Spaß hier, Leute. Das ist echt kein Spaß hier. Nee, echt nicht. Ey, hier, das ist so hardcore hier. Ich habe auf Nomade stehen, nee, auf Krieger. Aber ich habe das Gefühl, ich spiele auf Krieger. Das geht ja gar nicht hier. Echt. Vorhin hat mich ein Bär angegriffen. Der hat mich zweimal gehauen. Da war ich kaputt. Oh, da kommt schon der nächste Köter, ey. Das gibt's doch alle nicht. Geier, Köter, Bären. Ich hab die Schnauze voll hier, ey. Das Gebiet geht gar nicht. Das Gebiet geht echt gar nicht. Ja, halt die Fresse, ey. Sei froh, dass du lebst. Oh, erstmal weg von diesem scheiß Wald da, ey. Boah. Kann es sein, dass... Ich habe ja gehört, verschiedene Biome, verschiedene Schwierigkeitsstufen. Kann das sein, dass das da die Hardcore-Schwierigkeitsstufe ist? Alter. Wie gesagt, da rennt sogar schon Demo rum. Ich bin ja hier gerade mal 27er Spielstadium. Und das auch nur, weil ich hier jetzt gerade gemetzelt und gestorben bin und keine Ahnung. Hey, das ist verrückt. Da kommen auf einmal 10 Zombies, da kommen 3 Bären, einer macht dich mit 2 Schlägen platt. Was geht, ey? So schwer habe ich das Spiel echt nicht in Erinnerung. Alter, ist ja verrückt, ey. You feel weak. Ach, echt? Verstehe ich gar nicht. Kann ich mich denn schlapp fühlen? Aber erstmal hier in heimische Gefilde, echt. Alter Verwalter, ey. Boah. Ja, Leute, ich bin extrem gestresst. Ich gehe hier eigentlich rein, um zu entspannen. Also das Gebiet sollten wir jetzt zu Anfang erstmal noch ein bisschen meiden. Oh. Wer ist sie denn? Habe ich irgendwas, das funktioniert hier? Ja, komm, erstmal den Dreierknüppel. Also, ich kann jetzt gerade keinen Treffer gebrauchen, ne? Also, schön aufpassen hier. Hoffentlich kommen hier nicht auch noch mehr, ey. Ich muss echt mal gucken, ob ich nicht aus Versehen auf Krieger oder so gestellt habe. Alter. So, jetzt brauchen wir erstmal hier Vitamine. Die letzte Schmerztablette. Scheiße, ja. So ein Verband. Ja. Boah. Eine Aloe. Alles drauf, was geht, ey. Alter Verwalter, ey. Das war jetzt heavy. So. Jetzt brauche ich erstmal hiervon eine. Ja, hiervon eine. Meine Güte. So, jetzt laden wir ein bisschen was raus hier. Und dann wollen wir uns erstmal wieder neu sortieren. Echt. Ja, wie gesagt, ich wollte ja vorhin erzählen, dass ich mir bei der Jen hier dieses taktische Sturmgewehr beim nach dem dritten, vierten Mal sterben gekauft habe. Weil ich hatte keinen Bock mehr zu sterben. Und da haben wir jetzt auch alle Muni schon wieder rausgeballert, ne? Hier, das haben wir unterwegs gefunden. Lässt sich bestimmt gut verkaufen. Das kann weg. Hier, die haben wir unterwegs gefunden. Boah, ey. Hammer, Hammer, Hammer. Ne? Ne, die Steine behalten wir schön.
Das kann erstmal raus, das kann raus. Das habe ich mir gebaut. Das hatte ich ja noch alles mal mitgenommen mir, ey. Oh, oh, was eine Aktion, ey. So, das kannst du wieder anziehen. Das kannst du anziehen. Die kannst du anziehen. So. Oh, na, den auf jeden Fall anziehen. Den verkaufen dann. Boah, ey. Das war jetzt echt mal mächtig. Ohne Scheiß, ey. Puh. Das hatte ich so auch noch nicht. So, mein Vierer Knüppel. Dann kann hier erstmal eben verändern. Das kann raus hier. So, dann kann ich den direkt zerlegen. Hier reparieren. Und alles rein da. Ja, den hatte ich mir zwischendurch 3-4 Mal gebaut. So, das taktische Sturmgewehr, das bleibt jetzt schön bei mir. Kann ich zwar gerade wieder nicht gebrauchen. Hier aber noch so eine doppelläufige Schrotflinte, die hatten wir ja vorher schon. Das selbstgebaute Maschinengewehr. Brauche ich jetzt eigentlich auch nicht, ne? So, hier die Axt, das Messer, Schippe. Mir fehlt mein Schraubenschlüssel. Habe ich den jetzt hier irgendwo rausgepackt? Ich hoffe nicht, sonst müssen wir uns einen neuen organisieren. Ja, okay. Das ist bestimmt in dem einen Rucksack, der da noch fehlt. Ja. Ja, ganz ehrlich, was da jetzt noch fehlt, ist mir scheißegal, ne? Ich bin froh, dass ich jetzt hier bin. Und noch so halbwegs lebendig. Ob ich denn jetzt die Verbände, die hatte ich doch gerade noch. So, hier die Mütze kann weg. Das kann weg, obwohl ich will gleich mal Verkaufstour gehen hier. Ich habe ja viel Geld jetzt ausgegeben für die Scheiße da. Für dieses taktische Sturmgewehr und Munition. Wie ihr seht, hier waren 10.000, habe ich jetzt nur 3.000. So, jetzt kann ich mal gucken. Das kann zum Händler. Das kann zum Händler. Das, dafür brauche ich gleich noch so eine Eisenstange. Das und das. Obwohl, das lohnt sich doch gar nicht. Ne? Das kann ich zerlegen. Das ist okay, wenn es repariert ist. So, die Sachen haben wir. Das wollte ich und das wollte ich verkaufen. Das war jetzt echt mal was, ey. Hammer. Das habe ich in dem Spiel aber so auch noch nicht erlebt. Und da liegt sicher nicht daran... Achso, hier die. Ne, die behalte ich noch. Da kommt ein Eier, Geier. Wieso kommt der? Wo kommt der denn jetzt her? Meine Fresse. Ja, jetzt ist die Jen gleich kaputt. Ja, mir egal, ob der da drin hängt. Ich will doch nur leben. Verdammt. Ich will mich doch hier... Da kommt noch einer. Was ist denn jetzt kaputt? Kommen die Penner denn jetzt alle her? Sind die mir etwa gefolgt oder was? So, da kommt der nächste. Nee. Alter. Na komm. Meine Fresse, ey. Kommst ja gar nicht mehr zur Ruhe hier in dem Spiel. Echt jetzt? Krass. Ey. Verrückt hier. Absolut der Hammer, ey. Ich komme da gerade gar nicht klar drauf, was hier gerade geht, ey. Da ist der nächste Hund. Oh. Ich werde doch bescheuert hier. Nee, ich will nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Echt, jetzt guck mal. Ich bin schon fast wieder tot, ey. Keine Muni. Habe ich echt keine Muni mehr? Nee, ne? Die habe ich gerade alle durchgejagt, ne? Scheiße. So, jetzt weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht so recht, was ich mit mir anfangen soll. Ich bin so geflasht und geschockt. Ich muss mir erstmal irgendwie abreagieren, ne? Ja. Geht ja gar nicht mehr hier, ey.
So, Messer reparieren. Die reparieren. Das reparieren. Das kann raus. Boah, ey. Ich komme gerade nicht klar hier, was hier jetzt passiert ist. Ich habe nichts gemacht und bin völlig fix und alle. Echt. Naja, ich habe nichts gemacht. Ich bin ja nur gefühlt 10.000 Mal gestorben. Alter. Echt, wie gaskrank das ist. Geht ja gar nicht mehr, ey. Also dieses Gebiet ist erstmal zu meiden, bis ich ein bisschen weiter bin. Haben wir hier nichts zum Leuchten? Oh. Haben wir hier noch irgendwas, was sich verkaufen lohnt? Oder Gammelfleisch? Oh, ey, Leute, 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 das war eine Aktion hier, echt. Eben völlig gestresst und geflasht. Echt, das habe ich in meiner ganzen Karriere hier in 7 Days to Die so hart noch nicht erlebt, ey. Ich spiele Nomade, Leute, nicht Krieger, aber ich hatte echt das Gefühl, hier habe ich es hingepackt, ne? Ja. Ich hatte echt das Gefühl, ich spiele hier Krieger. So, ne. Ach, hier doch die Schuhe. Den Hut. So, aber mehr jetzt auch wirklich nicht, ne? Hier habe ich noch die. Habe ich denn die Knarre noch? Ich glaube, die habe ich vertriggert, ne? Echt jetzt? Habe ich die verballert? Oh, wie doof kann man denn sein, ey. Die habe ich echt vercheckt. Verdammt. Wann habe ich die denn vercheckt? Ja, habe ich wieder große Fresse gehabt, ne? Brauchst du nicht, ne? Nee. Selbstgebaute Pistole. 4 Eisenrohre, 2 Kleber. Ja. So, die bitte wieder weg. So, fertige. So. Na komm. Dann schnappen wir uns jetzt das Hündchen da, ne? Ja. Der geht mir nämlich sonst auch auf den Sender. Wie viel Schuss kann die denn? Na, besser als ein. Wie bei der Schrotze. Wo ist denn der Hund? Ist er überhaupt noch da? Doch, mittlerweile ist der abgezischt, oder? Ja, das sieht fast so aus. Der ist far, far away. Ey. Wenn ich an gerade denke, möchte ich mich da drin verbunkern. Ehrlich. Da rein und nichts mehr machen. Ohne Scheiß. Der Hund ist weg. Ja, gibt's denn so viel Elend? Da scheint er doch zu sein, oder? Nee, da waren nur Blumen. Ja, hier sind Federn, habe ich schon reingeguckt. Mach das mal anders hier. Dann weiß ich wenigstens, dass ich da schon mal reingeguckt habe. Ja. Boah. Alter Verwalter. Ich würde ja sagen, ihr habt die Schnauze voll für heute. Ich mache jetzt hier Schluss. Wo kommen dann rote Lichter her? War das schon immer da? Ed, wo bist du jetzt? Oh, jetzt mach doch schneller! Oh. Gibt's doch nicht. Wie viel Leben haben die Viecher denn, ey? Egal, jetzt haben wir erstmal Fleisch.
Schmerzen haben wir. Nee, Quatsch. Hier, Aloe brauchen wir gleich. Oh, und dann ist meine Aloe-Salbe auch bald wieder vorbei, ey. Nur weil du einmal in diesen scheiß Wald rein bist, ne? Alter. Echt. So, ja, komm, dann auch noch mal hier so ein Verband. Zumindest Leben mal wieder nach oben kriegen. Eine Schmerztablette wäre zwar auch geil gewesen. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, ich bin hier echt geflasht von heute. Ich würde jetzt echt in die nächste Runde gehen, mich erstmal ein bisschen abreagieren. Ohne Scheiß. Ja, und da kommt der nächste Drecksgeier. Ich werd bekloppt, ey. Was ist denn hier kaputt? Ja, wie gesagt, trotzdem gehe ich jetzt in die nächste Runde. Ich hoffe, die Runde hat euch heute trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, abonniert ihn euch. Schaut euch auch gerne alle anderen Videos an, würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.